Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aqua Painter aka Oli. Und zwar zum Video Nummer 85. Das Ganze ist ein Wochenupdate wie immer zum Bau einer Modellbahnanlage. Von Anfang an kannst du hier dabei sein. Und heute mal was anderes, würde ich nicht sagen, dass ich heute was anderes mache, aber mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, nachdem ich die letzten, ja doch, Wochen, kann ich fast sagen, mehr oder weniger vom Bau meines unteren Moduls ja berichtet habe, was ich so gemacht habe. Da ist natürlich auch einiges weitergegangen. Ich habe aber jetzt hier an der Stelle erstmal wieder was gebastelt, was gebaut. Und zwar ist das man gar nicht so ungewöhnlich in dieser Position, weil ich brauche es tatsächlich, um die Bahn, um die Modellbahn an dieser Stelle erstmal wirklich zum Fahren zu bringen. Und zwar eine Brücke, wie man hier im Hintergrund sehen kann, das Ganze als Diorama aufgebaut und das Ganze wie immer für Modellbahnfreunde, für Profis, für alle, die gerne Spaß im Modellbau haben. Ihr seid recht herzlich willkommen. Damit recht herzlich willkommen zurück zum Video nochmal an dieser Stelle. Und ihr seht es ja im Hintergrund schon, ich habe hier die Brücke von Kipri, glaube ich. Nichts gegen die Brücke oder nichts gegen Kipri. Mir hat die Brücke irgendwann mal gefallen, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Aber ich war an dieser Stelle mir gar nicht mehr sicher, ob ich sie gerne haben möchte, ob ich sie verwenden möchte. Mir sieht das Ganze irgendwie zu doll nach Plastik aus. Und das passt leider nicht zu, was heißt leider, es passt nicht zum Anlagenthema bei mir. Ich habe ja Steampunk als Anlagenthema, habe auch Dieselpunk dazu genommen, damals als Tipp, weil ich auch einige Diesellokomotiven fahre. Und apropos, Steampunk heißt bei mir nicht, dass ich Dampflokomotiven fahre. Das ist das Thema, die Ära, die es zwar nie gegeben hat, aber ja, ich baue es halt als reine Fantasieanlage. Und da alles so ein bisschen dreckig, schmuddelig, ölig, fettig, voll gedampft sein soll, kann ich das nicht so als Hochglanzplastik bei mir auf der Anlage lassen. Das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich überlegt, ob ich das Ganze wieder selber drucken soll oder ob ich das jetzt verwende. Hab's mich natürlich dann durchgerungen. Ich hoffe, ich drehe niemanden auf den Schlips, der das Ganze verwendet auf seiner Anlage und damit recht glücklich ist. Dann natürlich alles Gute. Ich freue mich. Für mich war es leider nichts, aber wie gesagt, ich habe erstmal zusammengebaut. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich mache. Und nun gut, das Ergebnis hat zum Schluss dann für sich gesprochen und ich war dann doch glücklich, dass ich gemacht habe, natürlich mit meinen Veränderungen. Und ja, da habe ich mir natürlich überlegt, was kannst du machen? Und da meine Anlage ja noch ein Nachtdesign bekommen wird oder auch schon teilweise hat, vielleicht erinnern sich ältere Abonnenten von mir noch an die beleuchteten Tunnelportale, die ich angebaut habe unter meiner einen grünen Brücke oben. Die sieht man tatsächlich nur, wenn alles Licht aus ist. Dann kommt da so ein ganz diffuses Licht raus, wo dann die Tunnelportale sozusagen von oben beleuchtet sind und man sieht die Züge so schön reinfahren mit ganz leichtem Licht oben drüber. Wer das nicht weiß, wird das wahrscheinlich nie sehen, beziehungsweise wenn das Licht über der Anlage ist, auch nicht. Wenn es dunkel ist, sieht man es schon, wenn man nicht geblendet wird von den anderen Lampen, die überall an sind. Aber deswegen möchte ich ja so ein Nachtdesign machen, wo eben nur bestimmte Sachen leuchten und eben auch diese Brücke, die bekommt zwei Lampen oben drüber, die auch relativ schwach leuchten und wirklich nur zu sehen sein sollen, wenn das Nachtdesign meiner Anlage an ist. Dafür ist das eigentlich gedacht. Ich schwafel, aber ich sag mal im Hintergrund, da gibt es heute nicht viel zu sagen zu. Man sieht das ja, was da passiert. Jetzt mache ich gerade Airbrush. Jetzt wird die ganze Brücke verrostet. Das ist der Rost, den ich immer schon verwende. Wir sehen oben rechts den Primer. Das ist also eine Grundierung. Die wird wunderbar matt. Wir werden es nachher noch sehen. Das ist so richtig schön Rost. Ja, und das war mein erster Schritt sozusagen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss erstmal von dem Plastik-Look. Jetzt sehen wir es hier schon, eine schöne matte Oberfläche. Und
Die Grundfarbe der Brücke soll rot sein. Wir sehen es hier im Hintergrund. Oder nicht im Hintergrund, wir sehen es hier im Video, das soll rot sein. Da habe ich mit meinem Sohn darüber gesprochen. Er sagt, Mensch, mach da so eine schöne dunkelrote Brücke dahin. Oder nicht dunkelrot, sondern ein wie soll ich ihn jetzt sagen? Ihr werdet es nachher sehen, das ist so ein Rostrot. Also das soll kein Rot werden, was, wenn ich das Licht auf der Anlage anmache, so aus der Mitte raus scheint in Rot. Sondern die Brücke soll sich natürlich irgendwo einbinden hier in dem Ganzen. Und ja, deswegen habe ich das dann entsprechend hier ja in Rot, aber auf das Rost drauf gebracht. Und ich denke, dieser Farbton, der ist klasse. Der hat mir da, also am Anfang war ich gar nicht mal so überzeugt, denke, na, so eine rote Brücke, ich habe ja jetzt oben die dunkelgrüne, die dunkelblaue, jetzt so eine rote und das sieht aus wie in die Farbpalette gegriffen hier. Und ich muss sagen, ich bin richtig überzeugt von diesem Rot, was ich hier drauf gemacht habe. Und das spritze ich natürlich ja auch mit dem Airbrush, aber ganz, ganz dünn nur. Das habe ich richtig doll verdünnt mit Alkohol, Isopropanol, damit eben wirklich nur so ein Hauch an Rot drauf kommt und das ganze Schmuddel, was danach drauf kommen soll auf diese Brücke, dass das auch zu sehen ist. Jetzt sehen wir im Untergrund schön, was das ich weiß gar nicht, was das von Rot ist. Rostrot? Keine Ahnung. Also wenn ich sie hier, ich muss mal drüben gucken, hier neben mir steht die nämlich. Ja, Rostrot. Ich sage jetzt einfach mal, das ist Rostrot, so Bums. So, die beiden, was ist das eigentlich? Fußgängerbereiche an der Brücke außen, die sollten metallisch vom Untergrund durchleuchten. Jetzt mal nicht gleich aufschreien, was ich da male. Das sieht jetzt ziemlich abenteuerlich aus, weil das ist jetzt wirklich eine sehr glänzende, silbrige Farbe, wo man sagt, nee, was baut denn der da zurecht? Das ist wirklich nur unten drunter. Später wird die Farbe, die drüber kommt, etwas abgekratzt, so dass das schön benutzt aussieht und dass so von unten der metallische Effekt durchscheint sozusagen. Ja, das soll aber gerade umgedreht sein. Das soll eben sein, als wenn das Metallische noch zu sehen ist und der Rest schon vergammelt ist. Aber das kann man ja so schlecht malen. Deswegen habe ich das so rum gemacht. Also Grundierung sozusagen, das ist kein Silber. Das ist so ein Waffengrau. So heißt das irgendwie. Was habe ich jetzt gerade nicht. Hier, nee, ist da oben. Und innen drin habe ich jetzt tatsächlich mit einem Schwarzrot die Stege innen gemalt. Das heißt, da die Stege, weiß Gott, wie heißt der Bereich eigentlich da drin? Für Fußgänger ist das zumindest nicht gedacht, ne? Auf jeden Fall habe ich das da innen schwarz-rot gemacht. Es sieht dem, wenn das nachher trocken ist, wenn das feucht ist, sieht das sowieso mal alles ein bisschen anders aus. Wenn das getrocknet ist, sieht das sogar fast so ähnlich aus wie die Brücke selber. Aber wenn man genau hinguckt, wenn man jetzt hier vor meiner Anlage steht, wenn man jetzt davor ranguckt und das Licht alles an ist, sieht man die Farbunterschiede schon. Die kommen gar nicht mal so rüber mit der Kamera. Das muss ich immer so ein bisschen leider feststellen, dass das gar nicht mal so aussieht, wie es hier tatsächlich neben mir steht. Selbst die Brücke, die hier sehr, sehr matt rüberkommt, außer natürlich das Silberne jetzt da unten, das hat einen ganz, ganz leichten Glanz. Ja, das sieht man aber hier gar nicht so richtig. Aber das ist nicht weiter schlimm. Hier habe ich jetzt übrigens eine Farbmischung gemacht, die war aus Schwarz und ich glaube, ich habe jetzt gar nicht hingeguckt, Mahagoni oder sowas. Es soll also ein sehr, sehr dunkler Untergrund werden, wie so eine Art Grundierung, will ich nicht sagen, grundiert ist es ja schon, sondern wie so eine Art so ölig, dreckig unter den Gleisen drunter. Da habe ich es ein bisschen dunkler gemacht und ich mache das nachher immer so, dass ich mit der gleichen Farbe, die jetzt unten auf dem Plastikdeckel drauf ist, ich mache da immer wieder Alkohol dazu, Alkohol dazu, Alkohol dazu. Schöne Wiederholung. So, dass es immer heller wurde. So, dass ich dann, je weiter ich nach außen auf die Brücke gemalt habe, umso heller wurde diese Farbe, die ich da jetzt unten zusammengepanscht habe. Jetzt trage ich das hier oben auf das Silber auch auf. Das soll ruhig ein bisschen dunkel werden, weil das andere war ja doch ein bisschen sehr glänzend. Und ja, damit das Silber eben wirklich nur durchscheinen kann. Am Anfang denkt man aber, mein Gott, was macht der da? Die Brücke wird von unten natürlich genauso bemalt wie von oben, obwohl es wahrscheinlich nie jemand sehen wird. Aber nehmen wir doch mal den Fall an, dass ich vielleicht mal irgendwann eine Kamera mit Fahrt machen möchte oder wie auch immer. Oder nur für einen Kopf, dass man sagen kann, ja, ich habe es von unten genauso bemalt wie von oben. Deswegen habe ich das im Grunde genommen gemacht. Die Geländer sind in der Originalbrücke rot, richtig knallplastikrot. Das konnte ich gar nicht so lassen.
Deswegen wurden die auch bemalt. Und jetzt sehen wir schon, wie ich das wegfeile so ein bisschen. Das heißt, die schwarze Farbe, die ich eben drauf gemacht habe, kratze ich so runter, bis das Silberne, der Silberanteil wieder hochkommt. Ja, und das war im Grunde genommen schon der größte Teil. Jetzt kommen so ein bisschen die Details, das heißt so in die Ecken, wo der Rost so unten ein bisschen noch nach lang läuft. Und das sieht auch hier wieder kräftiger aus, weil es nass ist, wenn das nachher trocken ist, das richtig matt, dass das Rostzeug da. Und dann hat man so, als wenn die Kanten, das kennt man ja, wenn das so über Eck steht, da unten drinne. Und oben an den Übergängen von den Verstrebungen, dass es auch schön verrostet ist. Und ja, wie gesagt, ich habe es hauptsächlich gemacht. Hier sehen wir jetzt übrigens die Lampenhalter oder Masten, die sind fast unsichtbar. Wer nicht weiß, dass die da sind, da sieht die gar nicht. Aber die sollten gar nicht versteckt werden. Ich hätte ja auch die Kabel so hochlegen können, sondern ich wollte schon, dass die irgendwo als Lampenmasten zu sehen sind. Aber man sieht es nur, wenn man weiß, dass sie da sind. Jetzt kommt wie immer eine Wash drauf. Das mache ich ja immer so. Das heißt, um die Details noch ein bisschen rauszuholen, weil die Wash läuft ja so richtig schön in die einzelnen Ritzen rein und betont die mit einem dunklen, mit einer dunklen Farbe irgendwo. Die Rostpigmente, die ich jetzt drauf mache, das kennt vielleicht noch jemand, der auch schon länger bei mir guckt, wo ich damals die Fabrik und den Zeppelin-Landeplatz gebaut habe. Da habe ich die auch überall angebracht. Also überall, wo irgendwelche metallischen Sachen rosten können, mache ich die, ja, die Pigmente drauf. Die sieht man als solches auch kaum nachher. Ich habe es hier unten auf diese Gangway, Gangway ist das nicht, also auf diese Wartungs- oder Fußgängerplattform da aufgetragen. Es sieht natürlich im Licht alles immer so ein bisschen kräftiger aus. Und aber weil die Farbe halt noch feucht war, da könnte man die Pigmente schön damit haften lassen. Und jetzt kommt im Grunde genommen schon das Licht unten angeschlossen. Ich habe die Kabel nach unten geführt und führe die unten auf der Brücke auf alle beide auf eine Seite. Dann kommen dann Widerstände gleich mit runter, alles zusammengefasst schön, so dass ich zum Schluss nur noch zwei Kabel habe. Und das, ja, ist schön versteckt, man sieht die Kabel kaum, man sieht es jetzt hier, ich habe die nachher von unten auch noch alle rostig gemalt, aber selbst unter einer Brücke sind auch Kabel verlegt. Ich fand das gar nicht so schlimm, dass man an der Seite so ein Millimeterchen das Kabel da rausgucken sieht, weil das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, wenn man irgendwo eine Beleuchtung hat auf einer Brücke, sind da auch eventuell bei solchen gammeligen Sachen Kabel zu sehen. Deswegen habe ich das gemacht. Ich habe es natürlich jetzt hier schön festgeklebt an so einem Steg von unten, so dass das Ganze nicht zu sehen ist, wie ich es tatsächlich verlegt habe. Jetzt kommt schon der erste Test. Wir sehen die Brücke, die ist noch feucht hier, aber nicht viel. Das war jetzt ein bisschen, ja, hat so ein bisschen durchgeschienen. Und man sieht jetzt natürlich das Licht, was ich gerade angemacht habe, eben fast gar nicht, weil ich meine Beleuchtung anhabe. Hier sehen wir es, aber hier ist es viel zu hell dargestellt. Ich habe es ja reingeschrieben. Das ist viel dunkler, als man es hier tatsächlich sieht. Ich habe jetzt angefangen, mit meinen beiden Scheinwerfern da so ein bisschen zu probieren. Und tatsächlich, wie wir jetzt gleich das Bild anhalten werden, so könnte man sagen, genau so schwach leuchten die Lampen. Das ist also keine Straßenbeleuchtung so hell oder sowas, sondern es ist tatsächlich nur eine Beleuchtung, wenn der Zug durch die Brücke fährt, dass man den schön sieht und sieht nett aus. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's schon für die Woche. Eine Brücke ist entstanden. Dann würde ich sagen, macht's schön gut. Bis nächsten Freitag, 16 Uhr. Euer Uli. Tschüss.